Bis auf meinem Arsch! Scheiße! Morgen, Jungs. Peace. On the streets. SCP-Time. SCP-Time. Again. Random Map. Fred. Nichts Neues. Keine neue Version. Das schaut cool aus. Etwichi. Auf Normal. Nicht mal auf Kita. Haben wir jemals einen Unterschied bemerkt? Nein. Weiß nicht. Das wäre wieder eine Frage für die intelligenten Zuschauer. Was ist der Unterschied zwischen Euclid und Kita Difficulty? Weil speichern kann man immer. Eigentlich, ja. Eigentlich ist Speichern möglich. Ist New South, this way. Follow me. Kikat. Heute mal von der anderen Seite. Staut. Pass auf, der kommt durch die Tür. Junge, Junge. Unglaublich, oder? Rechts. Ein Grr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 
Wie sicher ist es zu spät? So ist es die, ich bin nicht sicher. Nein, ich bin aber gerade ausgebrochen, wie muss die sein? Siehste. Ja, da wären wir gar nicht reingekommen, oder? Das eins. Oder geht das? Ja, dann hätten die zumindest gewusst, wo der ist. Ich sag ja, man muss zumindest. Da, Ding. Intake, Junge. Und das Medikit. Weißt du, was jetzt kommt? Oh nein! Stop it. Stop it. Very fine. Extreme. Kann man das irgendwie overriden hier? Einer hat ja gesagt, man kann die Mastercards auch wieder zu einer Level 2 Keycard machen. Wir werden sie schon nicht gleich drauf. Aber ich habe dann. Hat Kappe geklappt. Oh, oh Gott. ich hab gesagt, ich glaube, das erst nachdem ich es selber geschafft habe. Ja. Weil der hat dann noch ein Video verlinkt in den Kommentaren, wie es ihn macht. Und das war genau an der Stelle, nachdem er die Masterkatze reingeschmissen hat und dann auf das Output gewartet hat, hat man gesehen, dass das Video geschnitten war. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich glaube es erst nachdem ich es selber gesehen habe. Aber ich weiß, dass man die Playing Cards zu einer Level 2 mit 1 zu 1 machen kann. Aber bei den Mastercards hast du, glaube ich, keine Chance mehr. Hey, wenn man die. Ach, wenn ihr stehen bleibt, macht es auch Bock. Mhm. Hast du es aber nicht gewusst? Nein. Ich auch nicht. Ey, mit der Omni, wenn man die Omni-Card hat, dann kommen wir in alle Bereiche, das ist ja. Vor allem, wenn man zwei hat. Aha. Du kannst so eine wegschmeißen, hast trotzdem noch einen. Ja. Oh nein! Oh, hoffentlich ist es kein verbuggter Raum, oder? Save mir mal! Komm, wir save mal. Save im Ernst. F5? Hätte wenigstens ein gutes Ende gehabt für die Episode. Ja, mach. Gar nichts, nicht, kein SCP, kein Rauch, gar nichts. Ja, verkackt, Junge! Ja, aber meinst du, das ist ein Bug in der 081-Version? Könnte schon sein, ja. Das ist mir aber auch irgendwie gar nicht mehr. Na, eigentlich nicht, weil es wäre scheiße. Den Raum habe ich sonst immer nur in diesen Custom Maps gesehen, ne? Den richtigen habe ich hier noch nie gesehen. Stimmt. Hey, du warst noch nicht rechts. Ja, ich schau doch erstmal halt auf. Ja, gut. Alles fest. Wenn jetzt sagt, nicht so ein Raum kommt, dann gehe ich lieber da lang. Ja, geht da lang. Die können höchstens aus der Decke kommen. Ja, und dann kommt er. Und ja. Wo flüchte ich dann hin? Irgendwo, jetzt geht er durch. Da passiert schon nichts. Sie ist hier offen gelassen. Tunnel. Du kannst auf den Navigator gucken. Also gucken können, wo es beim anderen Weg lang gegangen wäre. Taucht den Ultimate Navigator, der das Spiel nicht abkacken lässt. Das ist so ordentlich gebummert. Manchmal, da ist der Bastard so übel. Weißt du, was ich meine? Ja. Gehst du da vorbei und machst. Geh zurück. Der Punkt. Die Mausback ist heute sehr präsent. Ah. Glocke. Du musst gleich mal läuten, du. Nimm sie erstmal. Geh da hoch. Gucken wir auf. Navigate. Ich sehe es ja noch immer als meine, um alle Mittel durchzuführende Lebensaufgabe. Nachdem wir. What the fuck? Jetzt war es schlimmer als das Mal. Ja.
fuck, ist er da? Hatte Glück. Ich sehe es als meine, um alle Mittel für eine Lebensaufgabe, nachdem wir SCP-106 contained haben, bei SCP-895 reinzugehen und dort unten die Glocke zu läuten. Hm. Mach das mal. Ja. Bei nächster Gelegenheit werde ich das tun. Was ist das? 895. Habe ich auch noch nicht contained. Da ist jetzt 106. Der ist Alter, immer. Der kommt jetzt voll oft. Hinterher! Er ist weg. Leute, nochmal. Nee, er kommt einfach von selber, weil es spielt diese Scheiße an. Ja und? Leute, jetzt nochmal. Ja, die Ente reagiert darauf. Nee. Doch nicht. Der aber lustig. Oh je, oh je. Das ist so spannend. Mausbug, Mausbug, Mausbug! Komm schon, Mausbug, Mausbug! Warte, warte, warte! What the f... Killing me? Sind sogar in den Random Maps Bugs oder was? Kommst du nicht durch, ne? Der nervt mich, Mann! Soll ich den mal irgendwie da reinmachen? Dann fällt er runter. Contain den mal! Ja, kannst du überhaupt selber da reingehen? Ich will's gerade probieren. Ja, probier's halt. Ja. So ein Pissanfall macht er auf, ohne vorzustehen. Oh! Ich hab's jetzt mit Absicht geblinzelt oder was? Das war wohl Reflex, Mann. Oh, Mann. Scheiße. Ja. Vergagt. Ja, Wahnsinn, dass jetzt sogar die Random Maps verbuggt was sind. Was war denn das? Das sah ganz komisch aus, ey. Ne, das sah wie so ein Büroraum aus. Büro aus ohne Textur. Ja. Wahrscheinlich, wenn ich reingehe, kommen die Texturen. Naja. Oder du fällst einfach so durch die Map durch. Ja. Könnte auch sein. Ja, was soll man machen? Verbuggte Version 0.81. Yes. Das ist ja shit. Da warten die mal auf ein Update. Ja. Bevor es weitergeht. 1.0 will ich mal. Das wird der Hammer. Aber ich glaube, das dauert noch. Gut, bei Boston hatten ja auch keine 1.0. Da hat dann bei 097 aufgehört. Dann kam dann Arrival. Zeig ist jetzt sowas bei SCP auch. Das ist dann für Geld verkauft. Ja, für ein bisschen halt, aber dann halt mit übel geiler Grafik und allem. Für die Grafik, Surround Sound. Das geht ja alles mit Blitz 3D nicht. Da bist du ja an die Engine gebunden. Und deren, da gibt es schon irgendwelche Schnittstellen, aber ist egal. Deren Limits. Du spielst es nochmal und das nehmen wir auch auf.